Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms. Wir haben das letzte Mal recht viel mit Monster zu tun und haben ja die Kühe natürlich müssen einpferchen, was auch wieder ein bisschen mit der KI Probleme gemacht hat. Aber wir haben es geschafft und haben jetzt Blood Moon. Wollten eigentlich nur kurz Obsidian holen, aber ja. Das ist zu heftig jetzt, wenn Blue Moon ist, dann ist der Monster Spawn noch etwas erhöht. Der war schon zu hoch, wie ich feststellen musste. Und ja, wir können uns noch nicht so gut wehren. Und zum Beispiel die Skelette direkt wieder schießen können, wenn sie getroffen werden und so Sachen. Und die Creeper auch aus 20 Meter Entfernung explodieren können. Ist es halt sehr schwer für uns. Aber ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Aber das ist, glaube ich, schon normal Minecraft so ein bisschen. Kann es jetzt ja nicht gerade sagen, wie es zum Beispiel ist. Dafür spiele ich zu wenig Vanilla. Aber ist schon ein bisschen schwer, wenn man Lowlife ist, dann noch gegen Monster kämpfen muss, weil die im Weg sind oder so, ich sagen. Und dann stirbt. Oder herunterfällt und dann stirbt. So, aber wir haben es geschafft. Und ja, halb so wild. So. Also wir haben hier Obsidian, das ist gut. Jetzt können wir hier auch in Ruhe Obsidian abbauen. Wir brauchen nur 4 Stück. Oder wir brauchen mehr dann für den Zaubertisch von Enchanting Plus. Ich weiß jetzt hier gar nicht mehr, was der alles braucht. Na, geht so langsam da unten. So, schauen wir mal. 4. Genau. Der 5. Der 6. Mal schauen, wir nehmen jetzt mal das Wasser hier weg und gehen hier oben hin und machen das Wasser hier hin, genau, dann kommt es nicht zu uns. So, das 6. Das 7. Ja, ob sie da nachbauen, das ist wahrlich ein Krampf. So zäh ist, 7. Der 9. Der 10. Ja. Der 11. Das Lava ist auch ein bisschen blöd hier. Zwölfte, 13. Der 14. Der 14. so.
Mehr brauchen wir nicht. Dann haben wir nämlich das nette Portal auch schon mal. So, Dolly. Nehmen wir das Wasser wieder mit. So, jetzt könnten wir hier, ja, hier auch noch ein bisschen Stripman. Vielleicht finden wir noch ein paar Diamanten. Ja, schauen wir mal. Da haben wir wieder Laber. Monster hat es jetzt gerade auf dieser Ebene Höhenmeter nicht so viel. Ist ein Skelett und ein Zombie. Aber die werden natürlich auch oben gespawnt, die jetzt nicht angezeigt wird auf der Map. Wir warten einfach, bis das Blood Moon ist over, da ist. Dann gehen wir wieder nach oben. Ist noch Wasser. Jetzt habe ich schon wieder keine Fackeln mehr. Ah, die Fackeln sind dort rechts. Okay. Möchte aber gerne nochmals machen. So. Gut. Ah. Gehen hier. Schwimmen sozusagen hier nach oben. Nur ein Teich. Eine unterirdische Quelle. Nehmen kurz das, die Kohle mit hier. So. Oh. Alles rot, also rotes Licht irgendwie. Heftig. Ich brauche kleine Quellen. Ah, Eisnetz haben wir ja auch noch. Nett. Zum Glück keine Monster. So, gehen wir wieder nach oben. Wir müssen jetzt nicht alles mitnehmen, auch wenn da hinten nochmals Eisen ist. Lieber hier noch Blei mitnehmen. So. Quelle versiegen und dann weiteren. Und dann ist auch Quelle. So. Wo ist noch eine Quelle? Hä? Jetzt. Okay. Jetzt sind wir hoffentlich genug weit weg, dass die anderen Monster despawned sind. Damit wir, wenn die wieder zurückkehren, nicht von Monster in Massen überrascht werden. Das ist schon fast zu heftig. Ich bin kein PvP-Künstler oder einer, der gut gegen Monster kämpfen kann, auch wegen der Steuerung. Ja. Ich muss vorsichtig sozusagen sein. Gegen einzelne Monster ist ja kein Problem, aber dann gegen mehr Monster, wenn man dann immer wieder Knockback erleidet, also Rückschlag und so. Das ist bei mir ja nicht so, noch nicht so gut. Also ich will eigentlich gar nicht irgendwie so taktisch spielen. Das wird mir immer wieder zum Verhängnis dann. Vor allem wenn dann Hexen mit Gifttränken noch dazukommen, dann hat man ja keine Chance mehr. Was ja eben auch vom Hunger einen Anteil hat, wie viele Herzen wir eigentlich aushalten, weil die regenerieren sich ja, wenn man voll ist. Und ich bin ja in Kämpfen ja nicht so einer, der dann immer sofort ans Essen denkt. Ja, man muss sich satt Ding fühlen, dass man sich genug schnell regenerieren kann und so Sachen. Ja. Wir haben schon wieder 13 Level, das ist gut.
Da haben wir Skelette, die sind so klein, Spinnen, Creeper haben wir auch noch. Okay, die werden jetzt natürlich hier gespawnt. So. Okay. Hallo. Gibt's auch mal anderes Gestein? Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass nur dieses harte Gestein. Jetzt blau schiefe. Ja, seht, geht viel, viel schneller. Also manchmal sind die Biome recht groß unterirdisch. Oder irgendwie so flach. Dass das in oberen Schichten ein anderes Gestein ist. Aber viel Erde haben wir hier auch. Das ist wahrscheinlich jetzt Extreme Hills. Nein, Plains ist das noch. Haben wir uns nach Norden? Ja. Okay. So, jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Ja, wollen wir die Diamanten-Spitzhacke noch ein bisschen verwenden? Dann nehmen wir ein bisschen Kohle mit noch. Das reicht. Also gehen wir zurück. Ach, das wird's da mitnehmen hier. Nur für die Levels. So. Und jetzt nach oben. Gut. Schauen, dass nicht allzu viele Monster hier kommen. Es ist immer noch Nacht, es ist gar noch nicht Tag. Oh, du wirst nicht sterben, ne? Gott, oh Gott. Die Pfeile haben gar kein Ding. Dass die senken irgendwie sich. Das ist extrem. Es scheint irgendein Mod, ich weiß jetzt nicht welcher Mod das ist, aber das ist schon heftig, dass die Monster so stark wurden. So, wo haben wir gesagt, wir sind ja runtergefallen. Dann müssen wir am besten hier bei der Lava. Ne, ist zu riskant. Hier. Hier ist noch der erste Tod. Wir haben Xylitblock. Das Gold noch mit. Und hier das Uranium. Also wir müssen hier oben durch. Ja, genau. So, und hier rein. Also hier ist immer alles schön ausgeleuchtet. Hier sollten irgendwo keine Monster spawnen. Gut. Ja, jetzt sind überirdisch natürlich überall Monster. Ich möchte noch hier einen Gang machen. Wo wir Kisten hin tun. So. Also machen wir die Kiste rein und hier machen wir das Steinzeugs rein. So. Die möchte ich immer noch dabei haben. So. Ja, das Setzung kann auch runter.
Blauschiefer, das, die graue Wolle und zum Beispiel die Dornen und die Blumen. So, machen wir das unten hin. Nein, das nicht. Die Blumen haben wir gesagt. Das, 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 das. So, dalle. Also, wir haben Eisen. Ja, das Eisen haben wir im Inventar. Wir haben hier Holz. Machen wir ein paar Spitzhacken noch. So. Eine Eisenaxt und dann Rüstung. Dann halten wir viel mehr aus. So. Jetzt halten wir schon viel, viel mehr aus. Sollten eigentlich jetzt nicht mehr so leicht zu töten sein. Super. Boah. Ja, dieser Blutmond, der ist heftig. So unerwartet kann uns eigentlich sehr viel passieren. Wie jetzt da, bevor wir den letzten Part, also wo ich eigentlich schon aufgenommen habe und schön locker wollte, ein bisschen Ding holen. Diamanten. Falle ich einfach runter und dann sind 20 Monster da. Schon heftig. Das ist schon heftig. Extremst. So. Kühe, habt ihr wieder Hunger? Ich denke nicht. Noch nicht. Ah, ihr seid schon groß. Okay. So. Na, schafft ihr. Ja, jetzt. Also, so. Jetzt brauchen wir eigentlich wieder Holz. Könnten hier hinten mal ein bisschen Holz sammeln. Da haben wir ein Huhn, gut. Und machen gleich mal noch ein bisschen am Haus. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Part nicht mehr. Ne. Leider nicht mehr. 20 Minuten sind einfach so schnell vorbei. Aber schön mal ein bisschen Holz fällen noch. Ah, ist schon eine Herausforderung, so zu spielen. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Fast nichts an vorwärts kommen haben, weil wir immer irgendwie ein Monster-Ding oder noch aufs Essen warten müssen oder irgendwas aufbauen müssen, kommen wir auch nicht ans Haus bauen. Nächsten Part will ich unbedingt nutzen fürs Haus bauen. Kann wenn und aber. Und nebenbei aufs Weizen warten, aufs Zuckerrohrwachstum warten und so weiter. Jetzt haben wir schon zum Beispiel 16. Oh, es wird schon wieder dunkel. Und so weiter. Das ist schon extrem, wie die Zeit vergeht. Hier. Minecraft. Und schlafen. So. Also, dann machen wir hier Papier. Wir müssen es halt jetzt hier wieder reinlegen, weil wir noch kein Ding haben. Leder. Aber haben wir schon mal Papier. Das kann ich weg. Kohle kann ich in den Ofen reintun. So.
Was haben wir sonst noch? Die Karotten, genau. Können wir noch essen dann, wenn wir Hunger haben. Ja, genau. Die Eichen sollte ich anpflanzen. Gummibaumsetzling kann ich anpflanzen, denn der wächst ja nicht, nur mit 4. Der Textilgarten können wir noch Ding. Ab das im nächsten Part. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss.